Ich begrüße Sie zu diesem Spiel. Willkommen hier im Rhein-Energie-Stadion. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind live vor Ort. So ein Spiel lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Und das ist natürlich eine Partie, die einiges im Angebot bereithält. Beşiktaş Istanbul gegen Ajax Amsterdam. Spannende Geschichte. Diese beiden im direkten Duell, Wolf. Da freuen wir uns drauf. Wie fällt deine heutige Prognose zu Sebastian Haller aus? Vor dem Tor gibt es kaum einen besseren. Er verfügt über einen überragenden Abschluss. Nun Pjanic. Gesal. Nesi Buysal. Batsuay. Berghuis. Schöner Pass. Gute Aktion. Lange Flanke. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Gesal. Nun Pjanic. Nesi Buysal. Batsuay. Guter Pass jetzt. Aus dem Angriff haben sie nichts gemacht. Sebastian Haller. Bei Haller. Gut den Ball verteidigt. Berghuis. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Haller. Vielleicht die Führung jetzt. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz. Starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Ecke in die Mitte. Nächste Chance. Noch eine Ecke. Der Ball kommt rein. Den Ball hat er. Yilmaz. Pjanic. Noch ist die Lücke nicht da, aber vielleicht gelingt jetzt der Führungstreffer. Gesal. Ballverlust. Sebastian Haller. Was macht er draus? Dusan Tadic. Und direkt zurückgespielt. Jetzt wird's gefährlich. Sebastian Haller. Wird das jetzt gefährlich? Pjanic. Könnte gleiche Höhe gewesen sein, aber er gibt abseits. So, das ist abseits, brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Wir belegen das mit der Zeitlupe. Das Gespann hat es sofort gesehen. Tadic. Es ist weiter enorm eng hier, 0:0. Auch beim Ballbesitz hat keiner echte Vorteile. Das ist... aber jetzt bekommen Sie erstmal die Chance. Jetzt geht's richtig los. Wir haben den ersten Treffer.
Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Gesal. Gutes Tackling. Sebastian Haller. Direkt wieder zurück. Berghuis. Nicht das Tor. Unglaublich. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Dusan Tadic. Stark verteidigt. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Mit der Führung für Ajax gehen wir rein in die zweite Hälfte. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Nun Pjanic. Gesal. Er passt gut auf und hat den Ball. Tadic. Das könnte was werden jetzt. Aber wir sehen's. Ballverlust. Batshuayi. Sie bleiben bei ihrer Linie, lassen sich von diesem knappen Rückstand nicht irritieren. Was für ein Reflex. Boah, Wahnsinn. Wie hat den noch gehalten hat aus der Entfernung. Großartig. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Ecke kommt ins Zentrum. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Klasse gehalten. Schönes Pressing jetzt. Tadic. Berghuis. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Tadic mit der Chance. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Gefährlich. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Schöner Pass. Jetzt vielleicht die Flanke. Er stand gut und pfeift Freistoß wegen Handspiel. Klassen. Berghuis. Der Ball kommt hoch rein. Stark gemacht.
Sie verteidigen erstmal den Ballbesitz. Die Chance jetzt. Ja, geht weiter. Immer noch gefährlich. Der Ball kommt. Jetzt hat er den Ball. Sehr gut hier vom Torhüter. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Gesal. Klasse Tackling. Klasse Pass. Weite Flanke, nicht ungefährlich. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Das war nicht gut vom Torwart. Jetzt ist es gefährlich. Pjanic. Und es gibt Abstoß. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Vier Minuten sind noch zu absolvieren hier. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Die Chance. Noch lebt die Chance. Jetzt schießt er. Wahnsinn. Er hält ihn. Ganz wichtig. Da muss er hin. Jetzt der Steilpass. In diesem Moment ist die Partie zu Ende. Für die Gastgeber gibt es heute also eine Niederlage. Das war heute keine gute Leistung, wissen Sie auch, vor allem defensiv. Da waren immer wieder große Lücken. Und diese Unaufmerksamkeiten, die kannst du dir nicht erlauben, schon gar nicht gegen diesen Gegner. Dann gibt es die Niederlage und die war am Ende dann doch ziemlich deutlich. Das war gut, was er heute angeboten hat.